Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und einer neuen kleinen Parkvorstellung. Das Ganze ist kein richtiger Parkcheck, aber wir möchten euch trotzdem SeaWorld San Diego vorstellen. Und die Aufnahmen, die wir gemacht haben an Videos, reichen nicht für einen ganz normalen, so wie ihr ihn kennt, Parkcheck. Und es war auch wirklich einiges nicht geöffnet. Aber nichtsdestotrotz stellen wir euch den Park nun vor. Und SeaWorld San Diego ist in den USA, in California, nicht weit weg von der mexikanischen Grenze. Und besteht schon seit 1964. Und dieser Park ist ganzjährig geöffnet. Liegt natürlich auch an der geografisch guten Lage in Kalifornien. Und kann so rund 4 Millionen Gäste pro Jahr begrüßen. Und SeaWorld gehört zur SeaWorld Park and Entertainment Gruppe, zu der zum Beispiel auch Busch Gardens gehört. Und wir möchten jetzt nicht hier wieder auseinandernehmen, dass das alles echt scheiße ist, was SeaWorld macht und diese Tierquäler und alles. Ne, diese Themen hatten wir auch schon bei SeaWorld Orlando, wo wir Videos zu gemacht haben. Man muss dann auch dazu sagen, also ich möchte das jetzt nicht irgendwie schönreden oder denen irgendwie pro SeaWorld argumentieren, aber zum Beispiel seit 2017 gibt es keine Killerwahl-Shows mehr in SeaWorld San Diego. Nichtsdestotrotz sind die Killerwale auch noch da und auch Dining with the Killer Whales finde ich jetzt ein bisschen grenzwertig, genauso wie die ganzen anderen Sachen, die da gemacht werden. Ich finde es halt auch nicht wirklich geil. Nichtsdestotrotz sind wir Freizeitpark begeistert und wollen Achterbahn fahren und deswegen treibt es uns dann halt auch nach SeaWorld. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, kann ich das auch verstehen, finde das auch gut. Dürft dann aber auch nicht vergessen, dass ihr auch die Busch Gardens Parks meiden müsst. Die gehören nämlich zur SeaWorld Park and Entertainment Gruppe. Und die Tickets, die wir hatten, waren Zusatztickets, die bei den Disneyland Tickets dabei waren. In Disney Anaheim in Kalifornien, das Ur-Disneyland. Und da müsst ihr dann eigentlich auch drauf verzichten, irgendwie zu Disney zu gehen, weil die mit denen zusammenarbeiten und deren Tickets weiter... Also in den Kombi-Tickets, die Tickets mit drin sind, wo halt fett auch Disney draufsteht. Und auch Legoland ist mit dabei, wobei das dürfte ja für euch allgemein dann auch rausfallen, weil Lego gehört ja zur Merlin-Gruppe und die betreiben die sämtlichen Sea Lives weltweit. So, solltet ihr jetzt trotzdem SeaWorld San Diego besuchen wollen, müsst ihr an der Tageskasse für den Tageseintritt $92 bezahlen. Online bekommt ihr das Ganze schon für $72. Und wenn ihr kein Disney-Ticket habt und nicht diese Preise bezahlen wollt und umsonst in den Park möchtet, solltet ihr ganz dringend ins Militär eintreten in den USA oder mit irgendjemandem dort verwandt sein, denn für Military and Families gibt es das Waves of Honor Programm und dort gibt es dann freien Eintritt. So. Und wie ihr im Hintergrund seht, bei den ganzen Aufnahmen gibt es natürlich diverse Becken mit diversen Meerestieren. Haben wir uns im Vorbeilaufen teilweise angeguckt und teilweise halt auch gar nicht. Soll auch gar nicht groß Thema hier im Video sein. Dann kommen wir zu Sachen, die leider für uns nicht verfügbar waren. Und zum einen, das ist der Sky Tower, das ist der 98 Meter hohe Giro Tower von Intamin, ein gigantischer Aussichtsturm. Der war an dem Tag, als wir im SeaWorld San Diego waren, geschlossen, da die örtliche Feuerwehr von San Diego dort trainiert hat. Evakuierungen, Abseilen und so ein Kram wurde dort trainiert. Sieht man auch, dass da ein paar Leute außen am Turm dran hängen. Des Weiteren gibt es Ocean Explorer, ein Interactive Dark Ride. Auch der war nicht verfügbar, war geschlossen bei unserem Besuchstag. So wie auch Journey to Atlantis und das Ganze ist ein Muck Rides Water Coaster, der seit 2004 im Park steht. Die Achterbahn, Wasserachterbahn, wie auch immer das von euch bezeichnet werden möchte, konnte leider auch nicht gefahren werden. Sehr schade. Wild Arctic sind wir aber gefahren, hätte man sich eher sparen können. Das ist nämlich ein simulierter Helikopterflug über die Antarktis und der Helikopter schafft es tatsächlich unter Wasser zu tauchen und wieder aufzutauchen und weiter zu fliegen und auch auf einem Berg mit Schnee auf den Helikopterkufen den Berg hinunter zu schlittern und fast natürlich abzustürzen, statt einfach weiter zu fliegen und so weiter und so fort. Das ist eher semi-cool.
Es gibt dann noch den Bayside Skyride. Das ist eine Seilbahn, seit 1967 vor Ort von Von Roll gebaut. Ist eine Rundfahrt und ist inzwischen noch eine Upcharged-Attraktion. Aber jeder Cent, der dort dann bezahlt wird zum Fahren, wird gespendet. Ist halt so ein Wohltätigkeits-Skyride, würde ich das mal bezeichnen. Es gibt auch ein kleines Kinderland mit so einer kleinen Schaukel, mit einem Flying Fish von Zira und einem sehr schönen Zira Wave Swinger. Außerdem halt ein paar andere kleine Rides für die Kiddies. Hatten wir jetzt nicht so den Fokus drauf, denn an dem Tag, als wir da waren, wollten wir später auch noch weiter zu zwei weiteren Freizeitparks. Und deswegen habe ich auch nicht, weil eh klar war, dass ich nicht genug Aufnahmen von allem kriege, weil halt echt nicht alles lief, habe ich dann halt da auch nicht großartig Aufnahmen gemacht, um euch zu zeigen, was jetzt in diesem Kinderbereich so abgeht. Vor allem ist das ja auch so ein Thema, was viele irgendwie immer weiter skippen in den Parkchecks. Dann gibt es noch sehr schön eigentlich Shipwreck Rapids, und das ist ein Rapid River durch ein Schiffswrack, also die Station ist schon ein Schiffswrack und auch so die Gestaltung an der Strecke erinnert ein bisschen daran, steht hier seit 1999 und ist halt ein Rapid River von River Rapids natürlich so rum, von Intermin. Sieht sehr schön gestaltet aus, sind wir aber nicht gefahren, weil amerikanische Raftings halt eher semi-cool sind. Also eigentlich viel zu cool und sehr, sehr nass und sehr, sehr, sehr übertrieben zum Teil. Kann man von außen aber nicht einsehen, wollten wir auch nicht ausprobieren. Und es war halt so wenig los, dass man das auch nicht sehen konnte bei anderen Gästen. Eine Achterbahn, die geöffnet waren, die ich früher immer ziemlich interessant fand und dann doch eher enttäuschend, ist Manta. Manta ist ein Multi-Launch-Coaster von Mack Rides, steht hier seit 2012, ist nur 9 Meter hoch, hat aber einen Drop von 16 Metern später und ist 853 Meter lang, hat dort halt zwei beziehungsweise also zweieinhalb LSM-Bereiche, wo gelauncht wird, und das bis auf 70 km/h Topspeed. Und für mich ist das Ding halt auf jeden Fall ein Family Coaster in einem sehr coolen Setting. Sieht wunderschön aus, ist halt eine sehr flache, bodennahe Bahn, die halt, um diesen 16 Meter Drop zu haben, einmal quasi unter die Erde geht und um so einen Felsen mit dem Manta-Logo drumherum fährt. Aber ist halt wirklich sehr, sehr smooth unterwegs, sehr gediegen. Hat trotzdem Spitzenwerte von 4G, aber ist halt wirklich, irgendwie fehlte da so ein bisschen der Kick, aber ist dementsprechend halt eine sehr familienfreundliche Achterbahn. Und bevor es den ersten Launch gibt, gibt es quasi einen Dark Ride Part. Also man bleibt in der Halle stehen und hat so wie eine Art Immersive Tunnel, wo halt Videos auf Leinwand projiziert werden, was halt, wenn von draußen trotzdem auch viel zu viel Sonnenlicht reinkommt, auch sehr, sehr blass wirkt. Und vorm Launch geht der Zug halt immer vor und zurück, schaukelt so hin und her. Und dann wird man aus der Halle rausgelauncht. Aber wie gesagt, die Bahn sieht auf jeden Fall sehr schick aus und macht Spaß. Ist halt aber irgendwie nicht so das gewesen, wo ich gedacht habe, wow, wie geil ist das denn? Dann gibt es noch in sehr, sehr coolen Farben seit 2018 eine neue Achterbahn im Park, und zwar Electric Eel. Und das ist ein Premier Rides Sky Rocket 2. Und Sky Rocket 2 von Premier Rides habt ihr alle schon irgendwo, irgendwann mal gesehen. Vor allem die Leute, die sich öfter im Holiday Park rumtreiben. Hier hat das Ganze aber statt zwei Züge, also nein, statt zwei Wagen pro Zug, drei Wagen pro Zug. Das Ganze gibt es auch mit zwei Zügen, so ist es nicht. Aber hier hat man halt auch die SeaWorld Entertainment Parks Gruppen Standardbestellung aufgegeben mit den drei Wagen pro Zug und zusätzlich diesen unfassbar elenden, nervigen, schweren, unpraktischen, unschönen Gummiwesten, die niemand gut findet, aber die auch hier verbaut wurden. Habe ich mich ausführlich auch schon im Review bei Tempesto aus Busch Gardens Sulensburg drüber ausgelassen. Und auch die Ride Ops vor Ort finden diese Westen nicht gut. Auf diesen 263 Metern Achterbahn gibt es übrigens einen Inline-Twist und auch einen Non-Inverted Loop. Und man schaukelt da ja LSM-mäßig ein bisschen hin und her, kommt dann aber auf eine Spitzengeschwindigkeit von 100 km/h, die einen auf die 45 Meter Höhe bringen, wo auch wirklich einiges an Airtime geboten wird. Witzig ist auch, dass auf dem Weg zum Park am Straßenrand schon Schilder waren, bei den Electric Eel als höchste Überkopf-Achterbahn in ganz San Diego beworben wurde. Jetzt könnte man natürlich denken, so, ja, wie viele Parks sind denn bitte in San Diego? SeaWorld und der Belmont Park, den wir nämlich danach noch besucht haben,
aber dort gibt es keine Inversionsachterbahn, da gibt es nur eine uralte Holzachterbahn. Also, ja. Und das Geile ist, SeaWorld San Diego wird seinen Rekord mit der höchsten Überkopfachterbahn in ganz San Diego 2020 selbst einstellen. Bis es dahin aber soweit ist, kommt 2019 noch eine neue Achterbahn. Tidal Twister wurde auch schon beworben, als wir im Park waren, wird ein Skyline Attraction Skywarp in der flachen liegenden Version, das Ganze in der vertikalen Version sind wir schon gefahren im Six Flags Discovery Kingdom und dort ist der Harley Quinn Crazy Coaster, gibt es auch ein Einzelreview zu auf dem Kanal, war halt echt nicht gut. Und 2020 wird dann Mako kommen im SeaWorld San Diego, wird aber nichts mit dem Mako aus dem SeaWorld Orlando zu tun haben, genauso wenig wie Manta, und wird in dem Fall zwar auch von B&M, aber ein Dive Coaster, der 47 Meter hoch ist, eine Abfahrt von 43 Metern hat mit einer Neigung von 90 Grad, wie sich für einen Dive Coaster halt gehört. Und was auch schon klar ist, es wird einen Immelmann geben, eine Barrel Roll und einen Corkscrew. Und das sind so die Zukunftsaussichten jetzt schon für SeaWorld San Diego. Was das Ganze kostet, wisst ihr, der Park hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Und ansonsten war es das eigentlich schon alles, was man zu SeaWorld San Diego sagen kann. Eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare. Wir können gerne diskutieren, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von den Rides oder besucht ihr SeaWorld überhaupt? Oder seid ihr halt natürlich strikt dagegen, weil es halt gegen eure moralischen Werte verstößt, auch wenn da irgendwie coole Achterbahnen stehen. Wobei man sagen muss, dass in Orlando schon die besseren Coaster standen. Aber das könnt ihr euch in dem SeaWorld Orlando Parkcheck angucken, den ich euch jetzt auch in die Endcard packe. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von mir und SeaWorld San Diego. Ich bin raus, ihr seid die coolsten, euer Bro fürs Ride Review Videomagazin. Peace.